So, hallo und herzlich willkommen zu 7 Days to Die am fünften Tag um 21.36 Uhr. Ja, wir wollten in dieser Folge mal anfangen, uns für die Ferrari. Für die Feralhorde uns vorzubereiten. Aber was passiert? Es kommt eine Wanderherde. Ach, auch noch so ein Dicker. Ist das mit der Keule vielleicht besser? Nee, überhaupt nicht. Warum kommt denn immer eine Wanderhorde, wenn man sie nicht braucht? Kennt ihr das? Wie viele Eisen haben wir auf jeden Fall genug? Junge, die kloppen hier aber die Tür kaputt, ne? Der ist Exitus. Ach so. Wo sind denn hier noch welche? Warte mal, wir gehen mal kurz hoch und ich weiß gar nicht, ob wir da runterschießen können. Oder ob wir uns das zugebaut hatten. Das haben wir uns ein bisschen zugebaut. Schade. Ach so, nee, das ist hier die Tür, ne? Die haben mir nur die Stufen kaputt gekloppt. Die sind ja clever. Guten Tag. Gut. Also wir wollten uns eigentlich für die Wanderhorde uns, für die Ferralhorde uns vorbereiten. Aber irgendwie... War das nicht mehr? Das haben die irgendwie falsch verstanden, glaube ich. Irgendwie haben die das falsch verstanden. Die haben bestimmt gedacht, oh, guck mal, wir sollen mal vorbeikommen. Aber nee, die waren nicht gemeint irgendwie. So, Base steht auf jeden Fall. Wir sind im Grunde genommen nur die zwei Treppen hier kaputt. Dum. Wo haben wir sie? Da. Alles andere ist ganz geblieben. Aber warte mal, wir müssten das sowieso ein bisschen anders bauen. Das hat mir jetzt schon nicht gerade gefallen. Das hat mir nicht gefallen gerade. Wie kriegen wir das jetzt clever umgebaut? Umgemodelt. Weil das war schon ein bisschen doof. Weil wenn die hier die Treppe weghauen,
Dann standen die im Grunde genommen hier vor der Tür und ich konnte die nicht wegschießen. Das hat mir nicht gefallen. Ich meine, nächstes Mal sollten wir mal so schlau sein und wir hier im Grunde genommen diese. Warte mal. Müssten wir bauen können, ne? 20 Clay und das, ja, das kriegen wir hin. Dann bau uns doch einmal davon so ein Stück, dann können wir wenigstens runterschießen. Das dauert jetzt echt so lange. Aber gut. Dann gehen wir erstmal wieder runter. Und nehmen das ganze Holz auf. Weil dann müssen wir noch mal Büsche jetzt hier umbauen. Warte mal, die Woodframes, wir hatten noch fertige Woodframes, hatten wir auch hier. Ach, ja, so viele. Das war jetzt wirklich ein Scherz. Woodframe. Also, sprich, wir müssen die Sache ein bisschen umplanen. Das gefällt mir so nicht. Wie haben wir das hier an dieser Tür denn eigentlich? Ja, eigentlich auch blöd, ne? Weil wir können gar nicht rausschießen aus dieser Tür. Dann machen wir das mal so, dass wir im Grunde genommen hier. Ja, genau so. An der Tür und dann können wir da nämlich wenigstens runterschießen. Hat keiner gesehen, oder? Nein. Ihr habt alle, hoffe ich, weggeguckt. Gerade. So, und das machen wir so. Statisch funktioniert das alles. Aber ich will das jetzt oben mal gucken, wie das denn so aussieht. Statisch ist das ja super. Das, ja, das ist gut, oder? Ja, wir können Sushi. Es ist okay, oder? Ich finde, es ist okay. So. Hatten wir hier nicht so einen Clayhammer, sag mal? Wir hatten doch so einen Hammer. Wo ist denn der abgeblieben? Hier. Müssen wir es nicht mit der Wrench machen? Damit schützen wir natürlich auch ein bisschen besser die Tür. Jetzt weiß ich nicht, kriegen wir die Tür auch so repariert? Nö, ne? Das geht natürlich nicht. Das geht nicht. Schade. So, und jetzt bauen wir das hier an der Tür ein bisschen anders, so dass mir das ein bisschen besser gefällt. Warte mal, der Spaten, der kann weg. Dafür eine Stone Axt. Kloppen wir nämlich jetzt mal die Stufe hier weg. Wie machen wir das jetzt am cleversten. Ich will ja im Grunde genommen nicht, dass hier sonst wie viele Zombies stehen an der Tür. Das heißt, wir bauen das irgendwie.
So, jetzt steht denn da natürlich da oben einer. Das wäre genauso doof. Dann mach. War das so? Ja, irgendwie so, ne? Dann haben wir hier einen kleinen Korridor. Irgendwie so. Warte mal, wir können hier auch mal eine Fackel hinkloppen. Das machen wir einfach mal. Die kommt dann da oben hin. Dann ist die Sache hier nämlich auch mal ein bisschen beleuchteter. Weil das Problem ist natürlich, hier ist alles doppelwändig. Hier ist eine Doppelwand. Und im Grunde genommen die Tür. Das ist nur die Tür. Das ist das Problem. So, und dann könnte man das so machen. Dann ist das auch nicht mehr so nah hier an der Tür. Dann müssen die das erstmal hier alles kaputt kloppen. Und hier können wir ja die Stufen machen. In etwa so. In etwa so habe ich mir das gedacht. Das machen wir hier auch mal ein bisschen. Einfach mal ein bisschen aufwerten. Ne? Schon ein bisschen. Ich meine, die Zombies suchen sich jetzt eh wieder den schwächsten Punkt hier an der Base, aber der wird natürlich nichtsdestotrotz die Tür bleiben. Da können wir machen, was wir wollen. Nur was mir eben an dieser Base noch nicht so ganz gefällt, ist, die kommen hier hoch. Wenn die Tür kaputt ist, kommen die hier hoch. Und das ist ein bisschen Käse. So ein bisschen ist das Käse. Guck mal, da ist auch kaputt. Und nun können die auf jeden Fall nicht alle gleichzeitig hier an die Tür. Das Problem ist jetzt aber natürlich ein ganz umgekehrtes Problem. Jetzt sind die alle hier auf dieser Reihe und wir können hier von der Seite nicht mehr schießen, ne? Probleme über Probleme, ne? Machen wir mal noch eine Door. Wir müssen die so ein bisschen so irgendwie. Bauen wir das gleiche Konzept nochmal auf. Im Grunde genommen hier vorne, ne? So, Eisen fehlt. Scrappen wir mal. Ach, das kostet bestimmt 20, ne? Komm, können wir die scrappen? Geht das schnell? Das geht nicht schnell. Dann ist es wahrscheinlich schneller, an eine Kiste zu gehen und die Dosen hier zu scrubben. Haben wir gar kein Eisen mehr? Fertig?
Liegt alles in der Forge, ne? Das sollten wir vielleicht auch nochmal ein bisschen ändern. So. So, jetzt haben wir im Grunde genommen das gleiche Modell. Ach, einmal Eisen, komm. So. Ist jetzt das gleiche Modell wie jetzt hier vorne, aber doppelt hält besser. Irgendwie. Und jetzt werden die natürlich von der Seite irgendwie reinkommen. Das sehe ich schon so. Aber gut, von der Seite aus können wir hier rausschießen und so. Das ist, denke ich, gar nicht so das Problem. Warte mal, von den Fenstern, wie viele Fenster bräuchten wir? 1, 2, 4. Und hier sind 9. Mhm. Kriegen wir nicht hin, ne? 13 Stück. Ach, warum ist das alles so teuer? Das ist nicht billig. Das ist nicht billig. Wir brauchen mehr Eisen. Wo kriegen wir auf die schnelle Eisen? Aus den Ressourcensteinen. Ressourcensteine haben wir hier vorne alle abgebaut. Ich glaube, beim Hotel hinten waren noch Ressourcensteine, ne? Ah, das ist natürlich übel. Wo kriegen wir denn... Was hat man hier rausgeschaut? Achso, das Sandwich. Wir bräuchten Eisen. Eisen bräuchten wir. Nee, Quatsch, hier. Mit der Kiste. Den ganzen Plunder hatten wir natürlich da hinten im Gun Safe reingeschmissen, da beim Bunker. Da war ja auch noch diese Pistole drin. Was sollen wir jetzt mit der Pistole? Ist auch Blödsinn, ne? Die war ja nicht wertvoll. Na gut, ich denke, wir lassen das so für die Asteferalhorde. Das ist ja jetzt nur die am 7. Tag, denn... was wollen die schon groß machen? So, machen wir mal noch ein paar Spikes. Davon haben wir jetzt ein paar gebaut. Was ist das denn? Hahaha. Na, dann bauen wir die Spikes. 13. Ah, ja. Stück. Das ist ja fast ein bisschen viel, oder? So, 13 Stück ist wirklich... Wie viel kriegen wir denn davon? Gut. Dann können wir uns wenigstens noch eine Feuerachs bauen. Und dann müssen wir irgendwie sehen, dass wir die Zombies erstmal wegbekommen. Ja, wie machen wir das? Eine zweite Mauer? Irgendwie? Dann ist einer.
Wie machen wir das am besten? Also statisch gesehen können wir bis hier... gehen wir mal kurz runter. Können wir... 1, 2, 3, 4. 4 noch ausbauen. Das würde heißen, in etwa... Eins, zwei, drei, vier. Ich bin gerade am überlegen, ob wir hier eine Mauer komplett einmal rumziehen. Im Vierer Abstand. Dann ist das hier im Grunde genommen unser Dach. Und wir haben die Säule, die wir jetzt hier haben. Im Grunde genommen ist das dann die Außenmauer unserer Stabilität. Jetzt ist natürlich die Frage, kriegen wir das noch hin? Das ist ziemlich viel Woodframes. Wie viel kriegen wir noch hin? Naja, dann bauen wir mal. Und... Ja, dann machen wir das einfach. Irgendwie werden wir das schon hinkriegen. Gut, aber das werden wir dann in der nächsten Folge machen mit einer Feuerachse. Ich glaube, dafür brauchen wir nur 20, ne? Enttäusch mich nicht. Ja. Und ja, dann geht's los, Leute. Dann bauen wir uns noch eine Mauer irgendwie. Und wir müssen dann irgendwie hier oben irgendwie runterschießen und was weiß ich. Aber wir sind voll... bei der Feralhorde auf jeden Fall voll involviert mit... Wir haben so viele Pfeile, haben wir irgendwie gar nicht. Na gut, wir sehen uns schon, ihr Lieben. Vielen Dank wieder fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Tschüss!